Na, Sie müssen aber nicht vor mir wegrennen. Wovor haben Sie denn Angst? Ha, Sie schaffen es nicht. Was ist Ihr Problem mit uns? Ich hau nicht ab, Herr. Wo ist das Geld? Hauen Sie ab. Wo ist das Geld, Herr? Sie haben eine Viertelmillion Euro. Wo ist das Geld? Hauen Sie ab. Sagen Sie mir in Ruhe, wo das Geld ist, dann hau ich ab. Das ist beim Treuhänder. Der Und warum zahlen Sie es nicht aus? Das ist nächste Woche aus. Warum nicht bisher? Das wird nächste Woche ausgezahlt. Geben Sie mir das schriftlich. Warum haben Ihre Kundschaft, warum haben Ihre Mandanten darüber noch nichts erfahren, dass Sie plötzlich auszahlen wollen? Hören Sie auf. Wie, warum können Sie das Geld nicht sofort geben? Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Warum haben Sie das Geld überhaupt weggegeben? Warum haben Sie es nicht sofort weitergegeben? Ich höre nicht auf. Sie haben eine Viertelmillion Euro veruntreut. Hören Sie auf. Sie haben eine Strafanzeige. Wofür denn? Sie sollten eine Strafanzeige bekommen. Sie haben über eine Viertelmillion Euro veruntreut. Wo ist das Geld, Herr? Ich hau nicht ab. Ich warte hier vor der Tür. Sie können die Polizei rufen. Schließlich steht der Verdacht einer Straftat im Raum. Er versteckt sich auf einer öffentlichen Toilette. Herr, Sie sind auf der Damentoilette. Ich gehe hier nicht weg, bevor wir nicht ruhig reden. Darauf können Sie sich verlassen. Unsere Zuschauer wollen Ihr Geld haben. Und Sie haben eine Viertelmillion von denen. Irgendwann sieht der Mann auf der Damentoilette ein, dass es keinen Sinn macht, sich länger einem Gespräch zu entziehen. Also eine öffentliche Toilette ist nicht der Ort, in dem man sich vor mir versteckt, auch nicht in Slowenien. Der Weg war weit, aber hier ist man natürlich auch, ja. Wir reden ohne natürlich können wir reden ohne Kamera, kein Problem. Aber lassen Sie bitte hier woanders, wir müssen nicht auf dem Klo reden. Kamera bleibt hier, wir haben sie sowieso schon, das müssen wir gar nicht drüber sprechen. Gehen wir nach hinten in Ruhe. Immerhin, er signalisiert Gesprächsbereitschaft. Kann er denn erklären, wo das Geld ist und warum er es bisher noch nicht ausgezahlt hat? Wo ist das Geld hin? Nur damit ich das verstehe. Kommt ein Treuhänder. Aber in der Zeit haben Sie es doch nicht an einen Treuhänder. Wenn es einen Treuhänder hätte, dann könnten Sie es auch sofort weiter überwiesen an die Erben. 14 Tagen möglich. Nochmal, das habe ich verstanden. Ja, aber was haben Sie in den letzten Monaten mit dem Geld gemacht? Gar nicht. Warum haben Sie es dann nicht sofort weitergeleitet? Ja, weil einfach Streitereien waren. Was für Streitereien? Das möchten die alle verstehen. Das möchte das Amtsgericht verstehen in Hannover. Das werde ich alles den Ermittlungsbehörden sagen, wenn jemand kommt. Aber wir machen jetzt hier kein Riesending, es hilft nichts. Nochmal, wenn Sie mir ein Verständnis dafür geben, was Sie mit dem Geld gemacht haben, haben Sie das für private Zwecke ausgegeben? Haben Sie andere Sachen damit gestopft? Sie können mir doch eine einfache Antwort darauf geben. Was haben Sie? Weil die Erben im Fall Müller. Da kommt ja Geld in 14 Tagen. Warum nicht jetzt? Warum nicht heute? Was steht da? Aber wenn Sie sagen, es ist beim Treuhänder, könnten Sie jetzt auf den Knopf drücken und es wird überwiesen, oder? Nein, geht das nicht. Und warum geht das nicht? Verstehen Sie, was sind Sie denn? Sie haben die Viertelmillion der Zuschauer. Der Viertelmillion. Natürlich ist es so. Ist es weniger? Es ist Schluss. Es ist nicht Schluss. Doch, Sie haben das Geld. Ich rede nicht mit Ihnen. Ausflüchte statt nachvollziehbarer Erklärungen. Der Erbenermittler schaltet wieder auf Fluchtmodus. Ihm ist der Aufruhr sichtlich unangenehm. Ich lasse Sie nicht in Ruhe. Es tut mir leid, unsere Zuschauer brauchen Ihr Geld. Sie haben eine Viertelmillion Euro. Eine Viertelmillion Euro haben Sie. Hören Sie auf mich im Piran. In Piran können es alle hören. 250.000 Euro haben Sie gestohlen. Hören Sie auf, ist überhaupt nicht Sie wahr. Haben Geld gestohlen. Hören Sie auf. Wo ist das Geld? Hören Sie auf. Ich höre nicht auf. Ich bin da sehr hartnäckig. Wo ist das Geld Ihrer Mandanten? Seine Flucht kommt einem Geständnis gleich. Als er mit einem Taxi entkommen will, versuche ich es ein letztes Mal. Eine Viertelmillion Euro haben Sie gestohlen. Eine Viertelmillion Euro haben Sie gestohlen. Sie sind ein Dieb und Sie betrügen. Sie betrügen. Hallo, Entschuldigung, mein Auto. Sie betrügen. Sind Sie irre? Hau ab! Sind Sie irre? Hau ab! Ich hole jetzt die Polizei! Hallo, das ist mein Auto. Ja, ich mache jetzt eine Anzeige. Sagen Sie, sind Sie irre, mich zu verletzen hier? Hau ab! Sind Sie irre, mich zu verletzen? Sie stehlen Geld, eine Viertelmillion Euro. Eine Viertelmillion Euro. Sie stehlen Geld Ihrer Mandanten. Sie unterschlagen und veruntreuen. Klar ist, ich habe den Mann dort erwischt, wo er sich eigentlich sicher wähnte. Ob mein Besuch irgendwas bringt? Meiner Schulter geht's gut, mein Becken auch. Ja, soll er.
soll er auch noch mich verletzen, nicht nur seine Mandanten, seine Kunden enttäuschen, das Geld klauen, abtauchen. Wir werden ihn immer finden und die deutschen Strafverfolgungsbehörden auch. Dieses kleine leichte Versprechen gerade eben, ja, in 2 Wochen haben die ihr Geld, das nehme ich ihm 0,0 ab. Dieser Mann veruntreut und betrügt und verletzt. Aua, aber ich bleib standhaft. Sein Nachbar sagte doch, dass der Gesuchte im Hinterland weitere Immobilien besitzt. Ist er dorthin geflohen? Ich fahre rund 40 Minuten ins slowenische Hinterland. Hinauf in die Berge. Das ist jetzt das kleine, wie nennt man das, Bergdorf, wo der Herr H. angeblich baut. Ich meine, natürlich, das kostet hier nicht die Welt in Slowenien. Aber das Geld zum Bauen brauchst du ja von irgendjemandem. Das Dorf ist winzig. Ich frage die Nachbarn nach dem deutschen Mann und ein Handwerker kann mir sofort helfen. German guy. So, you have a photo of him? Ralf. Ralf, One moment. Der Mann lotst mich zu einigen Häusern direkt am Hang. Führt mich zu einer Baustelle, auf der er gerade arbeitet. Sein Auftraggeber, der Erbenermittler Ralf H. Oh, wow. Oh, all new, Nova, all neu. Oh, the whole thing. Teuer? Yes, teuer. Hier entstehen seit 5 Jahren schon mindestens 3 Ferienwohnungen. Alle gehören dem Erbenermittler, sagen die Männer. Ein schönes kleines Paradies. Übrigens gerade im Bau der Spa-Bereich. Alles vom Feinsten, sagen die Handwerker. Also hier entstehen im Prinzip mutmaßlich mit dem Geld der Erben aus Deutschland tolle neue Ferienwohnungen. Mitten in der Arbeit hier. Also schau dir das mal an. Das ist im Prinzip so eine alte Ruine. Die inzwischen von außen komplett saniert wurde. Von den Häusern aus hat man ein unverbautes Bergpanorama. Hier könnte man sehr schön und zurückgezogen leben. Eingebettet in einen Olivenhain. Ach, Weinberge da unten, eine tolle Aussicht. Ein bisschen im Hinterland. Ungefähr 20 Minuten von der Adriaküste entfernt. Hier ist Geld reingeflossen. Wie wir gehört haben, werden die Bauarbeiter in Bar bezahlt. Die arbeiten hier vor sich hin. Ich mutmaße, dass hier unter anderem das Geld unserer Zuschauer drinsteckt. Aber ein Gefühl sagt mir, das ist nur Spekulation, dass es noch weitere Fälle gibt, wo ein Teil eines Erbes abgezwackt wurde. Und es fließt hier rein. Toll, so investierst du Geld und es vermehrt sich. Nur antreffen konnte ich den Mann hier leider nicht. Zurück in München will ich meinen Zuschauern von den Ereignissen berichten. Ich kann ihnen viel über den Mann, der mit ihrem Geld verschwunden ist, erzählen. Aber ich komme leider mit leeren Händen. Hallo in den Campingwagen vom Ehepaar Müller. Grüße Sie, hallo. Hallo, Herr Liese. Ich kann Ihnen berichten, dass ich den Herrn Erbenermittler kennengelernt habe, genauso wie Sie, aber ich will mal sagen, auf eine etwas andere Art und Weise. Der hat Panik. Oh, ja. Er hat aber auch, und das ist für Sie entscheidend, ganz offensichtlich Vermögen. Da werden offensichtlich weitere Häuser gebaut, möglicherweise sogar von Ihrem Geld. Ja, das ist ungefähr die Preislage. Man kriegt dafür, ich sag mal, 250.000 ein schönes Grundstück, inklusive der ganzen Arbeiten. Und ich will mal Folgendes sagen, der Mann lebt da ein sehr, sehr gutes Leben. Und behauptete mir gegenüber allen Ernstes, das Geld, also Ihr Geld, lege bei einem Treuhänder auf dem Konto. Und sogar, dass er es in 2 Wochen bezahlen würde. Ja, Wahnsinn. Toll. Ja, jetzt machen Sie so. Glauben Sie das? Nein, eher nicht. Also die Hoffnung stirbt zuletzt und wir sind nach wie vor guter Hoffnung. Aber
Rückblick auf die Vergangenheit müssen wir da skeptisch sein, sehr skeptisch. Die Anzeigen laufen, ein Staatsanwalt muss sich mit diesen Vorwürfen beschäftigen. Der Mann kann jetzt nicht mehr ruhig schlafen und das ist auch gut so, weil ihr Geld hat er nach wie vor. Und ich bin mir sicher, nach Ausstrahlung dieses Beitrags hier kommen noch andere Fälle dazu. Das sagt mir mein journalistisches Gefühl. Gedulden Sie sich noch ein bisschen, verlassen Sie sich auf uns, wie immer. Wir bleiben auch in diesem Fall dran. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie in nächster Zeit erben. Wenn es doch der Fall ist, seien Sie und bleiben Sie vorsichtig. Lassen Sie sich beraten. Und wenn ein Erbenermittler im Spiel ist, sehen Sie sich vor, dass Sie nicht vorzeitig irgendwelche Vollmachten unterschreiben. Und wenn das Erbe dann den Weg zu Ihnen findet, in jedem Fall nur Bargeld los. Nur wenige Tage später. Die Müllers rufen mich nochmal an, während mein Team und ich gerade Urlaubsabzocken in Mexiko drehen. Was für eine Überraschung. Ich sag nochmal Hallo an das Ehepaar Müller. Grüß euch. Wir hatten Hallo. Hallo, Herr Giesel. Hallo. Hallo. Sie werden es nicht glauben. Wir haben was zu feiern. Sie haben das Geld beschafft. Einen Tag, nachdem das ausgestattet wurde, nachdem wir auch das letzte Mal telefoniert hatten, hat der Typ komplette Summe an jeden Erben ausgezahlt. Ach, das freut mich aber. Das finde ich aber schön. Das bedeutet... Ja, uns erst. Ach, wie süß. Wir stoßen gerne auf Sie an hier. Das freut mich aber sehr. Also mit anderen Worten, um es jetzt mal auszurechnen. 60.000 Euro roundabout für euch, 60.000 für das andere, für die Dame in Leipzig, die ich kennengelernt habe und auch die dritte Dame 60.000. 180.000 Euro sind rausgegangen, ja? Ja, so ist es. Definitiv, definitiv. Tausend Dank an Sie und das ganze Team. Das ist schön. Darf ich denn wenigstens diese obligatorische Frage stellen, was habt ihr denn mit dem Geld jetzt vor? Wird es irgendwo investiert, auf die hohe Kante gelegt? Gibt es da einen neuen Camper oder wird der ausgebaut? Irgendwelche Pläne? Aha. Also da haben wir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, aber überlegt haben wir natürlich schon. Aber, ne? Also, Heizung ist auch zu aktualisieren. Ja, ja. Einmal eine Heizung also es zu wird aktualisieren. Investieren. Bisschen was für Camperfahrräder brauchen wir. Nein, siehst du, also es wird gut angelegt. Also das ist aber insofern aus meiner Sicht noch nicht ganz vorbei. Gab es denn eine korrekte Abrechnung? Nein. Das ist nur tatsächlich noch offen. Es muss noch eine korrekte Abrechnung erfolgen und vor allen Dingen es muss auch noch eine Rechnung erfolgen, ordnungsgemäß. Also mit Bruttobetrag, Mehrwertsteuer, Nettobetrag. Na und Moment, da darf ich mal eins dazwischen sagen. Das Geld lag im Prinzip wie lange bei dem Erbenermittler? Jetzt? 10 Monate. So, ja. Und die Zinsen? Also im Prinzip fast 11, ne? Ja. Und die Zinsen für 11 Monate, das Geld, nichts anderes, die sind auch noch zu berechnen, aus meiner Sicht. Ja, so ist es. Das stimmt auch. Ganz genau. Also noch ganz vorbei ist der Fall noch nicht, zumal ich ja immer noch das Gefühl habe, dass Sie und Ihre beiden Miterben, miterbenden Parteien, hier nicht die einzigen sind. Der Mann ist mir sehr ungeheuer, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, auch. Aber ich merke, und das ist das Schöne, wenn Achtung Abzocke im Spiel ist, irgendwann brechen die Leute ein und es wird gezahlt. Das, finde ich, ist die wichtigste Nachricht des Tages. Wir bewirken was, in dem Fall wirklich eine große Auszahlung von viel Geld. Ja. Ich sage das mal, alles Gute. Wunderbar. Daumen hoch. So, nochmal, auf Ihr Wohl, auf Ihr ganz Spezielles. Vielen Dank, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.